Hallo, hier ist Quert von pocketpc.ch und heute zeige ich euch, wie gut man auf der Tastatur vom HTC Wildfire tippen kann. Dazu habe ich hier die Apps Notes. In Notes ist einfach eine Notizen-App und ich fange einfach mal an. Add Notes, ich schreibe einfach mal den Text. Hallo, hier ist Quert von pocketpc.ch. Ich fange einfach eben einmal an. Hallo, hier ist Quert von pocketpc.ch. So, ich habe geschrieben, hallo, hier ist Quert und pocketpc.ch funktioniert relativ gut. Ich mache das Ganze nochmal im Querformat. Da ist die Tastatur etwas anders. So. Hallo, hier ist Quert von pocketpc. Ah, okay, das hat schon mal nicht geklappt. Hallo, hier ist Quert von pocketpc.ch. Gut, ich würde sagen, die Tastatur ist relativ in Ordnung. Sie ist natürlich relativ klein, da sie nur 3,2 Zoll groß ist. Also das Display nur 3,2 Zoll groß ist. Aber ich zeige euch noch einmal kurz die Einstellungen von der Tastatur, die wir hier machen können. Das ist unter Einstellungen und dann Sprache und Tastatur. Unter Touch Input. So, man kann einmal die Tastaturart wählen, das heißt, man hat nicht nur die Querztastatur, sondern man kann auch einmal die Telefontastatur nehmen. Das zeige ich euch einmal kurz, das ist dann, wenn ich das ganze Ding aufmache, sozusagen wie früher, eine T9-Tastatur. Hallo, oh, wie lange habe ich nicht mehr mit T9 geschrieben? Hier ist QVERT. Okay, das klappt auch relativ gut. Dann zeige ich euch nochmal die dritte Tastatur. Einstellung, Sprache und Tastatur, Touch Input, da hätten wir einmal dann noch die kompakte Quert. Diese Tastatur finde ich relativ seltsam, denn man hat immer zwei Tasten auf einem Knopf sozusagen. Und wenn man sich dann gewöhnt, kann das sein, dass es gut ist, aber ich finde sie ziemlich seltsam. Hallo, hier ist Quert. Ja, funktioniert, wenn man sich dran gewöhnt, denke ich mal, aber für mich ist das nichts. So, dann gehen wir nochmal in die Einstellungen, Sprache und Tastatur, gucken uns an, was wir noch alles machen können. Man kann die Tastatur direkt auf verschiedene Sprachen einstellen, in der Wechselliste, man kann hier einstellen, welche Sprache man haben möchte. Ich habe hier noch nichts verändert, also es bietet sich zum Beispiel an, wenn man auf Englisch twittern möchte, dass man Englisch und Deutsch nimmt und die anderen nicht markiert, das habe ich hier alle gelöscht. Ja. So, Sprache und Tastatur, Touch Input, Texteingabe kann man sagen, wie man das haben möchte, ob man Vorschläge möchte, die Rechtschreibkorrektur haben möchte, dann das Ganze nochmal im Querformat, wie das da sein soll, im kompakten oder Telefontastaturformat, weitere Einstellungen, ob das Töne haben soll oder vibrieren soll beim Drücken und dann Kalibrierungswerkzeug, das ist relativ lustig, das ist sozusagen, man muss hier mit dieser Tastatur dann diesen Text hier oben schreiben und das kalibriert dann, wo wir drauf drücken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gewöhnt bin, dass ich relativ oft den Punkt drücke statt die Leertaste, ist das relativ gut für mich, denn ich kann hier einfach sagen, dass ich hier die Leertaste wäre, immer hier drücke und dann kalibriert er das relativ neu. So, chinesische Texteingabe mache ich jetzt lieber nicht, dann noch eine Anleitung und dieses Wörterbuch kann man noch bearbeiten. So, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich bei uns im Forum unter www.pocketpc.ch die Fragen stellen oder abonniert doch einfach unseren Channel. Vielen Dank!